Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich habe heute etwas Besonderes vor, und zwar ist das eher so ein bisschen an alle Pferdenarren unter euch gerichtet, die zum Beispiel gerade erst damit anfangen, Star Stable zu spielen, oder auch an diejenigen, die schon was länger dabei sind, aber noch nicht alles gesehen haben. Und zwar werde ich jetzt nach und nach die einzelnen Orte bereisen, wo man Pferde kaufen kann. Pferde unterschiedlicher Größen, beziehungsweise eben auch Ponys. Und ja, werde kurz was dazu erzählen, beziehungsweise werde zu jedem einzelnen Pferd, werde es genauer unter die Lupe nehmen und werde den Text dazu mal ein bisschen öffnen. Den könnt ihr euch dann allerdings selber durchlesen, weil sonst würde das Ganze hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ich werde dann immer die Menüs etwas länger offen lassen, sodass ihr dann auch eben auf Pause drücken könnt und euch das in Ruhe durchlesen könnt und euch natürlich auch die Sets der Pferde angucken könnt. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Und zwar sind wir hier in Fort Pinter. Ich zeige euch das mal eben auf der Karte. Ihr startet ja im Spiel hier in Moorland und hier oben ist ja erstmal alles geblockt. Beziehungsweise eigentlich in alle Richtungen ist alles geblockt. Und das Einzige, wo ihr wirklich von Anfang an hinkommt, ist Fort Pinter. In Moorland gibt es leider keine Pferde zu kaufen. Ja, und Fort Pinter liegt halt hier unten am Meer. Da haben wir zum Beispiel schon mal diesen schönen Gesellen hier. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein Clydesdale oder so. Fast alle Pferde, die ihr holen könnt, sind immer auf Level 1. Ausnahmen dabei, also die einzige Ausnahme, die ich bisher gesehen habe, sind die Pferde, die man transferieren kann von der Handy-App aus. Die kosten dann in etwa genauso viel wie die Pferde hier. Und müsst ihr halt mit Starcoins bezahlen. Ihr könnt das Handyspiel spielen von Star Stable, könnt euch dort ein Fohlen hochziehen innerhalb von 2-3 Tagen. Ja, sagen wir 3 bis 4 Tage eher, wenn ihr wirklich täglich alles macht. Und dann ist das ausgewachsene Pferd, was ihr dann transferiert, schon auf Level 10. Spirit, der leider ab übermorgen, ist es glaube ich, nicht mehr drin sein wird, der hat direkt Maximum Level gehabt, also Level 15. Ich kann halt nur von den Werten ausgehen, wie es jetzt ist, also Mitte 2019. Ja, und dieses Pferd hier, das hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2, eine Geschwindigkeit von 0, Ausdauer von 1 und keine Agilität. Aber es hat eine Besonderheit, es ist kältebeständig. Das soll später mal ja, sehr nützlich sein. Und es gibt immer Einschränkungen, weil dieses Pferd könnt ihr erst ab Level 12 kaufen. Da ich jetzt schon höher als 12 bin vom Level, wird mir das jetzt in grün angezeigt. Und es kostet 750 Starcoins. Ich werde jetzt den Text mal ein wenig runterscrollen. Dann könnt ihr euch auch den restlichen Text angucken. Wer jetzt noch lesen möchte, der pausiert bitte zwischendurch, weil wie gesagt, ich will das nicht zu lange halten. Es wird wahrscheinlich schon sehr lange werden. Ja, wir gehen mal das nächste Pferd durch. Je nachdem, wie lange das dauert, denke ich mal, werde ich, ja, ich denke mal 1 bis 2 Orte, das ist übrigens Spirit hier im Hintergrund, den kann man keine, Rüstung wollte ich gerade sagen, den kann man keine Reitsachen, also Zubehör wie Sattel, Decke und so weiter anziehen. So, dann ist hier ein Lusitano. Die sind sehr oft sehr begehrt. Hat eine Stärke von 3, Disziplin 2 und eine Agilität von 2. Kann man erst ab Level 7 kaufen, kostet 949 Starcoins. Wie immer, macht Pause, wenn ihr das Ganze lesen möchtet. Ich scroll das extra runter. So, also ich finde die beiden Pferde... Also ich persönlich finde den rechten sehr schön, den Lusitano hier jetzt nicht so. Es gibt sehr viel schönere von der Farbe her, aber dazu kommen wir dann später, weil die sind nicht alle an einem Fleck. Dann gibt es dieses schicke Tierchen hier. Der ist noch relativ neu. Also der war bis vor einer Woche, glaube ich, auch noch nicht dabei. Und zwar ist das ein Achal Takina.
Hat eine Stärke von 1, Disziplin von 1, aber eine Ausdauer von 3 und eine Agilität von 3. Also es ist ein sehr flinker Bursche, wenn es um den schnellen Start geht und ja, um die Wendigkeit. Man kann ihn schon ab Level 1 direkt bekommen. Kostet allerdings 850 Starcoins. Ich persönlich weiß immer noch nicht, ob ich ihn mir holen soll oder nicht. Ja, mal gucken. Ich werde den Text jetzt noch ein wenig verschieben, damit man alles durchlesen kann. So, und ja, dieses Pferd ist etwas länger als die anderen Pferde, deswegen finde ich persönlich es jetzt nicht so schön. Aber es ist natürlich jedem selber überlassen. Also ich habe schon wahnsinnig viele Leute mit diesem Pferd rumlaufen sehen. Das hier ist auch ein irgendwie lustiger Zeitgenosse optisch, finde ich. Und zwar ist das ein Jorvik'sches Warmblut, ich wollte schon Vollblut sagen, mit einer Stärke von 2, einer Disziplin von 2, einer Ausdauer von 1 und einer Agilität von 2. Kann man allerdings erst ab Level 15 kaufen. Wird dann 750 Starcoins kosten. Lest euch in Ruhe den Text durch, drückt einfach auf Pause. Weil ich muss ein wenig daran denken, dass die Episode nicht ganz so lange geht. Er hat übrigens sehr, sehr schöne Augen, wie ich finde. Dann gibt es hier in Fort Pinter in dieser Ecke hier hinten auch nochmal ja, einen Stall oder wie auch immer ich das sagen soll, einen Pferdeverkauf. Hier sind auch nochmal sehr viele schöne Pferde drin, wie ihr seht. Fangen wir mal hier vorne in der Ecke an. Und zwar ist das ein Araber Pinto, Entschuldigung, mit einer Stärke von 1, einer Disziplin von 2 und einer Agilität von 3. Kann man erst ab Level 11 kaufen, kostet dann 969 Starcoins. Ist ein sehr aufgeweckter Bursche, wie ich finde. Und hier kann ich nichts mehr runterscrollen, also pausiert gerne jetzt den Text, weil ich jetzt zum nächsten Pferd übergehen werde. Hat übrigens auch sehr schöne Augen, wobei die haben... Die Pintos haben das irgendwie alle, finde ich. Hier, den habe ich schon gekauft. Den fand ich sowas von super hübsch. Nein, wieso bist du jetzt wieder dran gekommen? So, und zwar ist das ein englisches Vollblut. Hat eine Stärke von 1, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 3. Kann man direkt ab Level 1 kaufen. Kostet allerdings 890 Starcoins. Ist auch nicht viel Text, den man nachlesen muss. Und ich finde den so unheimlich süß. Ich finde, der hat so viel Temperament. Er sollte eigentlich mein Champion-Pferd werden. Aber ich habe noch nicht die passende Optik gefunden. Also den Sattel, der ist okay, aber den Rest habe ich noch nicht gefunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kann kein Champion-Pferd machen, was noch nicht optisch danach aussieht. Ja, man muss an alles denken, aber er ist unheimlich süß, finde ich. Also er hat, wie gesagt, sehr viel Temperament. Man sieht es ja. Er ist sehr agil und hat unheimlich schöne Augen, wie ich finde. So, dann kommen wir zu dem kleinen Zeitgenossen, der sich hier hinten so ein bisschen versteckt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, das Pferd. Und zwar ist das ein Connemara Pony. Also hier sind auch schon mal die ersten Ponys dabei für diejenigen, die ja, gerne auch beim Ponyreiten mitmachen möchten. Es hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 1. Kann man allerdings erst ab Level 12 kaufen. Kostet dann 810 Starcoins. Hier kann ich vom Text her auch nicht mehr runtergehen. Lest es euch in Ruhe durch und schaut hier in diese super süßen Augen. Der hat irgendwie so einen leicht schälen Blick, finde ich. Aber total niedlich irgendwo. Meine Farbe ist es nicht, deswegen habe ich ihn auch nicht. Aber er ist schon irgendwie sehr süß. Dann kommen wir zu meinen persönlichen Favoriten hier. Sehr groß, sehr edel. Den hier gibt es in Braun. Es gibt allerdings auch noch andere Farben davon.
Und zwar ist das ein Shire mit einer Stärke von 5, einer Disziplin von 2 und einer Ausdauer von 1. Kann man ab Level 8 kaufen und kostet dann 949 Starcoins. Ich habe den, glaube ich, in Schwarz gekauft, wenn mich nicht alles täuscht. Lest euch in Ruhe den Text durch. Ich finde auch, die Hintergrundinformationen sind eigentlich immer ja, nützlich nicht, aber immer sehr schön. Ich finde diese großen Pferde generell, finde ich total toll. Und er hat auch diese schöne Animation mit diesen, was willst du von mir mit diesen Augenrollen? Also ich finde es unheimlich süß irgendwo. Schaut es euch nochmal in Ruhe an. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier hinten in der Ecke auch noch eins gestanden hat, aber anscheinend habe ich mich da jetzt vertan. Dann kommen wir hier zum nächsten. Das ist jetzt wieder eine schöne fleckige Musterung, wie ich finde. Und zwar ist das ein Trakehner. Er hat eine Stärke von 1, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 3. Man kann sie ab Level, oder den hier zumindest ab Level 9 kaufen und er kostet 750 Starcoins. Wie immer, lest euch in Ruhe den Text durch. Oder während ich den Text nach unten scrolle, schaut euch einfach das Pferd und die Animation an. Ich finde das auch so super süß. Ich meine, gut, die sind alle natürlich optisch so ein bisschen ähnlich, aber einfach nur toll. Also die Trakehner mag ich unheimlich gerne, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch ein sehr schönes Pferd, wo ich nicht gerade reinlaufen wollte, sondern was ich eigentlich zeigen wollte. Kannst du mal den Kopf hochheben vielleicht? Hallo, dann kann man dich auch mal sehen. Dankeschön. Genau, du darfst auch gerne die Augen zumachen, das ist okay. Er wirkt so ein bisschen verschlafen irgendwie, aber er ist total süß, finde ich, so von der Optik her. Und zwar ist das ein nordschwedisches Kaltblut. Er hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2 und eine Ausdauer von 2. Und die besondere, ja, die Besonderheit halt, dieses Tier ist Hitze, Quatsch, Hitze, kältebeständig. Und man kann das Pferd ab Level 8 kaufen für 749 Starcoins. Der Text hier ist nicht besonders lang, da kam auch schon eine Libelle. Schaut es euch ruhig nochmal genau an. Ich finde, es strahlt irgendwie eine gewisse Ruhe aus. Es ist, glaube ich, bei den nordschwedischen Kaltblütern sehr häufig. Ich finde es einfach nur schön. Aber man kann nicht alles kaufen, weil so viel Platz hat man nicht. Deswegen habe ich mir den auch nicht geholt. Schaut euch diesen Süßen hier nochmal an. Der sollte meinen Kopf hochtun. Ja, jetzt kann man ihn etwas besser sehen. Er kommt euch bestimmt bekannt vor, weil er sieht nämlich aus wie der Bruder von dem da hinten. Und zwar ist der allerdings diesmal ein arabisches Vollblut. Er hat eine Stärke von 1, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 3. Man kann ihn ab Level 10 kaufen. Den wollte ich eigentlich auch haben, aber ich habe mich dann doch für das englische Vollblut entschieden. Und ich dachte mir, zwei von den schwarzen Pferden brauche ich nicht unbedingt. Er kostet 969 Starcoins und ihr dürft euch gerne den Text durchlesen. Ich finde das Gesicht unheimlich klasse irgendwie von ihm. Er sieht sehr niedlich aus, finde ich. Obwohl er eher eigentlich wohl wirken soll wie ein Rennpferd. Aber. Dann gibt es hier nochmal, ja, ich sag mal einfach eine weiße Stute. Es könnte auch ein Hengst sein. Man weiß es nicht. Und zwar ist das ein Lipizzaner. Er hat eine Stärke von 3, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 2. Man kann ihn oder sie ab Level 9 kaufen und das Ganze kostet dann 949 Starcoins. Lest euch in Ruhe den Text durch, schaut noch ein bisschen auf das süße Gesicht. Er hat auf jeden Fall viel Temperament, auch wenn er, naja, doch ein bisschen ruhig hier steht, aber er bewegt sich auch recht viel und ja, ich finde es einfach süß gemacht. Jetzt kommen wir zu den zwei etwas außenstehenden Pferden in Anführungszeichen. Den könnt ihr euch auch nochmal in Ruhe ansehen. Und zwar ist das hier das norwegische Fjordpferd.
Es hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 1. Und es hat noch die Besonderheit, dass es kältebeständig ist. Man kann es ab Level 6 kaufen. Es kostet 850 Star Coins. Und ja, ich würde sagen, genießt einfach mal die Animation oder lest euch den Text durch. Also ich persönlich finde es immer sehr, sehr schön, wenn die Mähne mehrfarbig ist. In dem Fall sieht es jetzt auch nicht schlecht aus. Es sind aber nicht meine Farben. Also ich mag so dieses, ja, bräunliche eigentlich nicht so. Aber ich sag mal, Geschmäcker sind ja auf jeden Fall verschieden. Und das ist auch gut so. Und ich meine, er ist ja schon ein süßer Fratz, muss man sagen. Also ich mag das hier oben nicht mit diesen komischen Borsten, sage ich mal, da dran. Aber er ist trotzdem ein süßer Fratz. Und deswegen sind ja so viele unterschiedliche Pferde hier, weil halt jeder einen anderen Geschmack hat. Den hier habe ich mir auch geholt. Das ist mein Cookie Chaos, habe ich ihn genannt. Irgendwie passt ja der Name unheimlich gut zu ihm, finde ich. Und er hat ja noch eine kleine Besonderheit. Es ist nämlich gar kein Pferd, es ist ein Pony. Ein Assateague Pony. Also ich hoffe immer, dass ich es richtig ausspreche. Ich kenne die meisten Namen nämlich nicht. Also weiß nicht, wie man sie ausspricht. Er hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 1. Man kann ihn schon ab Level 7 kaufen und er kostet vergleichsweise zu den anderen Ponys viel. Also 700 Star Coins. Aber ich finde, es lohnt sich, weil, also ich persönlich finde, es ist eins der zwei schönsten oder süßesten Ponys, die ich bisher zumindest gesehen habe. Aber es ist mein persönlicher Geschmack, wie gesagt. Aber ich fand ihn unheimlich klasse und er sollte eigentlich mein einziges Pony sein. Ist es dann allerdings nicht ganz geblieben. Ich habe mir noch ein schneeweißes Pony später geholt. Das zeige ich euch dann später auch, wo es das gibt. Aber ich werde hier wirklich von Ort zu Ort durchgehen. Ja, so dass ihr wirklich alles mitbekommt, dass ihr genau wisst, wo es welches Pferd gibt und so weiter. Wir sind hier aber noch nicht ganz fertig in Fort Pinter. Deswegen das erste Video wird jetzt etwas länger. Bei den anderen geht es ja relativ zügig, weil die meisten haben ja so einen Unterstand, wo man Pferde kaufen kann. Hier sind es direkt hier oben in Fort Pinter 2. Und es gibt noch mal einen einzelnen Verkauf hier unten, der allerdings nur Ponys verkauft. Also es sind keine Pferde drin, der verkauft nur Ponys. Und zwar müsst ihr hier über den Steg und dann kommt ihr hier hin. Und da gibt es auch noch mal jede Menge schöner Ponys. Meine Tochter konnte sich nicht entscheiden, sie hat sich direkt drei davon gekauft. So, fangen wir mal hier vorne direkt an. Das ist eine sehr schöne Farbe, finde ich. Ich finde es auch irgendwie süß mit dem einfarbigen Huf. Und er guckt irgendwie so niedlich. Ach, ach, ich finde den total süß. Es ist ein Yorkshire Startpony. Die Ponys, die hier sind, die sind sehr günstig. Haben allerdings, ich glaube, alle nur eine Ausdauer von 1, wenn überhaupt. Also da gucken wir gleich nochmal durch. Die Ponys hier könnt ihr auch direkt von Anfang an, also von Level 1 aus, kaufen. Das kostet jetzt 350 Star Coins. Deswegen habe ich gesagt, mein Chaos Cookie, also das gefleckte Pony oben, das letzte, was wir eben gesehen haben, ist für mich persönlich auch eins der besten, weil es auch von den Werten her wirklich das Beste war. Und für mich persönlich, ich fand es wirklich am süßesten. Ich würde normalerweise sagen, ich lasse mal eben kurz mein Fett hier stehen, weil die Ponys ja doch recht klein sind. Hallo, geh mal weiter hier. Dann können wir uns die Ponys nämlich ein bisschen besser angucken, finde ich. So, also wie ihr seht, sind sie wirklich sehr klein. Also ich bin schon fast auf Augenhöhe. Ich meine, gut, das ist markant für ein Pony, würde ich mal sagen. Es ist auch ein Yorkshire Startpony mit einer Ausdauer von 1. Man kann es direkt ab Level 1 bekommen. Ich glaube, das ist überall gleich, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Kostet 350 Star Coins. Und ja, ihr könnt euch gerne jetzt den Text nochmal durchlesen oder die Animation ansehen. Also ich finde, die Ponys sind alle, oder was heißt die Ponys, die ganzen Pferde an sich, finde ich, sind alle sehr süß und sehr,
ja, liebevoll wirklich gemacht. Klar, sie sehen irgendwo natürlich gleich aus. Die Augen sind ähnlich, nur mit einer anderen Farbe. Die Kopfform ist normalerweise fast gleich, aber einfach unheimlich süß. Ich meine, Pferde haben nun mal alle fast die gleiche Kopfform. Das ist nun mal so. So, jetzt gehen wir hier zum nächsten. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen hier. Es hat eine schöne Musterung und dieses Pony hat eine Besonderheit. Das hat meine Tochter entdeckt. Es hat hinten ein Herz auf dem Popo drauf. Das fand sie so klasse, dass sie das dann doch auch nochmal holen musste. Es ist auch ein Jorvik'sche Startpony. Welche Überraschung. Hat eine Ausdauer von 1 und kostet 350 Starcoins direkt ab Level 1 erhältlich. So, lest euch ruhig den Text gerne nochmal durch. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil doch die Hintergrundgeschichte eigentlich ganz interessant ist, wie ich finde. Das hier, finde ich, hat wahnsinnig schöne Augen. Diese grünen, ja, grünen, rein grünen Augen, glaube ich, wenn ich es von hier aus richtig sehe. Das finde ich unheimlich süß. Guck nochmal nach oben. Los. Ja, es sind eher bläuliche Augen. Es sind gar keine grünen Augen. Bleibt doch mal mit dem Kopf auf einer Seite. Ne, es sind eher bläuliche Augen, würde ich sagen. Also es hat den Kopf immer woanders, deswegen kann man es nicht so direkt sehen. So, dieses Pony hier gibt es noch. Sind alle ähnlich animiert, wie ich finde. Haben nur leider den Kopf zu oft unten. Sie sind sehr gefräßig. Na gut, es sind Ponys. Es ist ein Jorvik'sche Startpony, mal als Überraschung. Mit einer Ausdauer von 1. Einschränkung Level 1. Also ihr könnt es sofort holen. Für 350 Starcoins. Und ja, ich finde, wie immer, es ist sehr schön animiert. Es hat wunderhübsche Augen irgendwo. Nein, findest du nicht? Doch, ich finde, es hat wirklich hübsche Augen. Und es ist irgendwie auch süß. Also es ist nichts für mich persönlich, aber es ist irgendwie auch süß. Die tanzen alle irgendwie. Die machen den Kopf so nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ich will kein anderes Pony mehr, deswegen gehe ich jetzt mal ganz schnell weiter. Dann gucken wir uns das Pony hier an. Das hat auch eine sehr schöne Farbe. Vor allem diese Farbe finde ich total klasse. Wird es wohl im wahren Leben so nie geben, aber ich finde es trotzdem schön. Ach ja, und wieder ein Pony, was die Augen verdreht. Ein Jorvik'sche Startpony mit einer Ausdauer von 1, kosten 350 Starcoins und direkt ab Level 1 erhältlich. Welch Wunder. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber so langsam glaube ich, dass überall der gleiche Text drinsteht. Kann das sein? Ich habe es jetzt nicht mehr durchgelesen. Vielleicht wollt ihr das ja durchlesen. Aber die Animation ist sehr süß. Nee, man will das nicht durchlesen. Ja gut, dann halt eben nicht. Und er tänzelt wieder. Tatam, 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 tatam. Es ist wirklich echt süß animiert. Aber er hat auf jeden Fall blaue Augen. Also er hat hellblaue Augen. Das sieht man. So, und wir kommen jetzt zum letzten Pony hier. Ich würde es Pünktchen nennen. Nach dem Pony, wo ich damals das Voltigieren drauf gelernt habe. Es hat wunderhübsche braune Augen, wenn ich das richtig sehe. Passend zu seiner Musterung. Ist ein Jorvik'sche Startpony. Welche Überraschung, es hat eine Ausdauer von 1. Ist ab Level 1 erhältlich und kostet 350 Starcoins. Ja, und ich glaube wirklich, dass der Text immer der gleiche ist. Deswegen mache ich das jetzt hier mal ein bisschen schneller. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet vorher, aber na gut. Es tänzelt genauso rum wie die anderen. Also eigentlich kann man sagen, es sind alles Geschwister, weil sie alle das Gleiche machen. Nein, meinst du nicht? Aber die haben halt unterschiedliche Augenfarben und ich glaube, der muss sich übergeben. Ne? Nee, doch nicht. Es sah gerade etwas komisch aus. Aber es ist auch sehr süß, wie ich finde. Ja, ich muss mal weg, sonst kaufe ich mir nachher vielleicht doch noch irgendwo ein Pony. Ein Glück, dass ich gerade keine Starcoins draufgeladen habe. Ja, und die Fähre, die jetzt gerade ablegt, wo ich jetzt eigentlich mit euch rübergehen wollte, hat uns jetzt verlassen. Ich würde da mal sagen, das war's dann für heute mit dem Video. Es sind sehr, sehr schöne Pferde und auch Ponys, wobei die ja streng genommen auch Pferde sind, überall zu finden hier in der Umgebung. Aber für mich persönlich muss ich sagen, es gibt noch sehr viel schönere Pferde. Und die sehen wir ja in den nächsten Videos. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder. Bis dann.
Tschüss.